Hallo und willkommen bei GoWorkSwiss. Heute werde ich euch etwas zeigen, wie man hier so einen Schieber baut. Und zwar ist der für meine Absauganlage. Was ich noch machen muss, ist einen 40er Forsterbohrer holen, Mitte anzeichnen, rübersetzen, Loch bohren. Bis etwa mittig, dann hier von hier wieder auf der anderen Seite auch, dass es keine Ausrisse gibt. Nachher kann ich alles schön schleifen und wenn ich dann einfach rüberfahre, habe ich hier das Loch und hier ist zu. Wie das geht, seht ihr nach dem Intro. So, da bin ich wieder. Jetzt mal nachher ein bisschen ohne mein Gesicht. Dafür seht ihr dann hier, wie dieser Schieber funktioniert. Ich brauche 5 Stück. Das sind die hier. Ich habe auch hier die einzelnen Schritte schön aufgezeigt. Hier sind die einzelnen Teile. Das Zwischenstück ist einfach eine kleine MDF-Restplatte. Da schneidet ihr 2 Streifen davon ab, dass ihr hier dann den Schieber habt. Die 2 Platten, die oben und unten dann sind. Dann setzt ihr einen Leimstreifen auf, außen jeweils, und klebt dann die 2 an mit dem mittleren Teil. Wenn ihr das befestigt, lasst den dran und drückt es richtig schön zusammen, dass es hier ganz knapp Luft hat. Es muss wirklich, es kann noch ein bisschen haken, macht in diesem Schritt hier noch nichts aus. Ihr seht, dann sieht das Ganze so aus. Macht auch keinen Sinn hier. Wenn er hier übersteht und so, das zeige ich euch nachher gleich. Danach klebt ihr die 2. Platte wieder oben drauf. Wieder anpressen, diesmal ohne dem, und lasst das Ganze trocknen. Wenn ihr dann das hier schön verleimt habt, muss ja die Platte hier wieder rein. Und manchmal klemmt die dann, oder? Ich habe jetzt hier ein 240er Schleifpapier. Jetzt könnt ihr hier einfach am Rand einfach ein wenig die Ränder nachschleifen. So. Und jetzt von der Fläche her, weil wir hier die 2 identischen Hölzer haben und wir hier ein bisschen fahren wollen, es darf einfach wirklich, es darf nur minim Spiel haben zum Fahren. Es darf nicht wackeln und nichts, dass es nachher dicht ist. Sorry, dass ich vorher aus dem Bild war. Ich zeige nochmal hier das Schleifpapier. Legt es auf eine flache Stelle, nimmt das Brett und dann schleift es schön nach. Mit der Maschine kann es sein, dass ihr Dellen reinbringt und dass es nachher nicht mehr richtig dicht ist. Darum würde ich euch vorschlagen, eine flache Fläche nehmen, das Schleifpapier auflegen
und dann nachziehen. Nehmt kein zu grobes, damit ihr keine Rillen reinmacht. Wie gesagt, ich habe jetzt hier ein 240er gekörntes. Jetzt habe ich ein wenig von den Kanten genommen, falls sich vom Schleifen irgendwelche Brauen gebildet haben sollten. Es darf nicht zu leicht, also hin und her gehen. Das ist noch ein wenig fest, also können wir es noch nachschleifen. Hier habe ich jetzt eins, was ich nachgeschliffen habe. Es ist ein wenig, also nicht mehr so fest wie beim anderen. Ihr seht, so. Könnt ihr das rausnehmen und jetzt fragt ihr euch, hey, die Schweizer schaffen doch immer so genau. Ja, ich wollte das mal zeigen, dass man von Anfang an nicht zu 100% genau arbeiten muss, weil das hier drin, das ist wichtig. Das muss hin und her fahren und darf kein zu großes Spiel haben. Daher könnt ihr hier mit diesen Hölzern, wenn ihr sie verleimt, noch etwas spielen. Auf beiden Seiten. Jetzt der Clou. Ihr könnt das mit der Sägebandmaschine machen. Bandsägen. Mit der Kappsäge könnt ihr das machen. Ihr könnt das mit einer kleinen Stichsäge machen. Ihr könnt das mit einer Oh, mein Deutsch ist heute wieder katastrophal. Jetzt könnt ihr einfach hier die Größe, die ihr wollt, zuschneiden. Heißt zum Beispiel, wenn euer Schieber noch ein wenig zu kurz sein sollte, könnt ihr hier von der Breite etwas wegnehmen. Sagen wir nehmen jetzt hier einen Zentimeter oder 1,5 cm weg. Dann haben wir den Spielraum, den wir haben müssen. Ich zeige euch, was ich meine. Nur als Info, das, was ich jetzt zeige, war genauso wie das. Ich hatte überall Kanten, war ungenau verleimt. Wie hier. Seht ihr das? War alles genauso. Nachdem ich auf meiner Kippsäge dann das hier zugeschnitten habe, das hier eingesetzt habe, zwei kleine Hölzer oben und unten angeleimt habe, als sogenannten Anschlag, war das mein Endresultat. Schaut mal, saubere Kanten. Hier oben, kein Spiel. Seht ihr das? Überhaupt kein Spiel, nirgends. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Wir haben hier schöne Abrundungen. Hier sind die Kantenteile, die ich angebracht habe. Und schaut mal. Hört ihr das? Cool, ne? Wir haben überall einen Anschlag.
Ich kann jetzt alle fünf fertig machen, dann Anschlag anbringen, auf der Stammbohrmaschine mit einem 40er Forstnerbohrer ein Loch durchmachen. Tack, habe ich jetzt das Loch und hier zu. Und kann das überall an meinen Rohren dann anbringen. Ich mache noch zusätzlich eine Befestigung hier an der Seite, wo ich das Ganze dann an der Wand so fixieren kann. Und so habe ich dann meinen Schieb. Ich zeige jetzt euch kurz alle einzelnen Schritte. Von Anfang an. Hier die Teile. Ich habe sie einfach so zugeschnitten. Ohne groß. Also das hier natürlich. Das hier haben wir 6 mal 15. Das ist der Schieber. Und die Seitenteile haben wir zwischen 1,5 und 2 cm. Wie gesagt, von diesem Teil haben wir einfach diese 2 cm. Und jetzt, wenn auch dieser Schieber hier mal weniger als 6 oder so ist, macht das nichts. Ihr seht dann gleich warum. Wir haben die zwei Teile für oben und unten. Jetzt nehmen wir diese zwei Klötze. Wir schleifen eine Kante an. Wir müssen schauen, dass die eine Kante einfach schön glatt ist. Wenn ihr den Leim anbringt, schauen, dass ihr nicht zu viel an dem Rand, was innen ist, sonst drückt es euch den Leim rein und es klebt euch den Schieber fest. Jetzt habt ihr hier, könnt ihr das Brettchen auflegen, eine Seite ansetzen. Die andere Seite ansetzen. So. Nehmt ihr eine Referenzkante, stellt es hin, drückt alles auf diese Kante und jetzt presst ihr alles zusammen. So. Kannst es dann mit den Klemmen befestigen. So. Jetzt schauen, dass das alles schön zusammen. Dass es diese Schieber hier richtig schön einpresst. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier noch etwas zusammen. So. Und trocknen. Wenn es dann getrocknet ist, haben wir das hier.
Jetzt nehmen wir den Schieber raus. Bringen hier oben und unten Leim an. Wie gesagt, nicht zu viel. Wenn es euch den Leim hier reindrückt, habt ihr einen Widerstand nachher. Das kommt nicht gut. Jetzt nehmt ihr eure zweite Platte. Schaut, dass ihr ungefähr hier identisch seid. Ihr könnt wieder ablegen, diese ansetzen drauf, so. Wieder so anpressen und trocknen lassen. Wenn es dann trocken ist, seht ihr, ist alles ziemlich ungenau und so, aber nachher schneiden wir so oder so alles zusammen. Könnt ihr eventuell mal schauen, wie es mit eurem Schieber steht. Wenn der immer noch zu fest mit dem Rein und Raus, wenn ihr mit dem Rein- und Rausschieben immer noch zu fest Mühe habt, könnt ihr immer noch schauen, ob es daran liegt, dass er an der Seite ansteht oder weil es einfach an der Fläche liegt. Ich nehme immer kurz die Kanten, falls sich vom Schleifen irgendwelche Brauen gebildet haben, weil dieser Schieber wirklich absolut kein Spiel zulässt. Jetzt können wir es nochmal probieren. Genau so möchte ich es haben. Man muss etwas Druck aufwenden, aber er lässt sich schieben. Genau so will ich es haben. Und wenn ihr dann alles schön angepasst habt, mit dem Schieber, vorne, hinten, auf der Seite. Und jetzt zeige ich euch, wie man das hier dann zuschneidet, um dieses Endresultat zu bekommen. Jetzt haben wir hier die verleimten Teile mit dem Schieber. Sehen wir den Schieber aus und schneiden uns diese Teile hier zurecht, dass wir hier all diese unschönen Kanten alles weg haben und wir dann zu diesem Ergebnis kommen.
Und jetzt schleifen wir das. Thema Schiebe. Jetzt haben wir alle fertig hier. Jetzt zeichnen wir die Mitte an, um das Loch zu bohren. Jetzt habe ich das hier eingespannt. Jetzt bohren wir das mal. Genauer könnt ihr das nicht machen. Jetzt kann man das hier noch ein bisschen schön ausschleifen. Oben durch, unten. Jetzt haben wir das Verbindungsstück. Das ist ein Rohr, das könnt ihr so kaufen. HT-Rohr. Ich habe die 40er. Ich habe jetzt die schön alle in der Mitte aufgetrennt. Jetzt hier das Ganze ein bisschen abfasen. So. Jetzt, ihr könnt da zwei Komponenten Kleber verwenden. Gleich alle vorbereiten. Ich habe jetzt alle vorbereitet, noch nicht. Nur jetzt habe ich hier ein bisschen Spiel mit dem. Ich mache das Ganze einfach. Jetzt müsst ihr schauen, dass wenn ihr hier was macht, dass der Kleber nicht hier drauf kommt. Ne? So. Ich benutze jetzt ein bisschen Sekundenkleber, wenn er runter geht. Jetzt macht ihr hier den Schieber zu. Hier habt ihr unten bündig. Jetzt zieht ihr hier so einen Tropfen ran. So. Halt schon. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. So, dann könnt ihr das trocknen lassen. Und ich habe jetzt beim einen Moment, ich zeige es euch. So. Also, nur kurz schnell. Haben wir das so, jetzt können wir das trocknen lassen. So, jetzt habe ich hier mit Silikon einfach eine Fugerung gemacht. Wenn euch das stört, könnt ihr das mit dem Zweikomponentenkleber nochmal nachdichten, durchsichtigen oder sonst wie. Das ist nun meine Version von meinem Schieber. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Abo da oder einen Daumen hoch. Kostet nichts. Würde mich freuen. Ich, euer Schweizer Bastler,
in seiner Schweizer kleinen Garage und sich seinen Traum erfüllt. Verfolgt eure Träume. Macht's wie ich. Macht's wie der Schweizer. Go work. Und wie gesagt, unten Kommentarliste. Hinterlasst mir was. Schreibt mir was. Wäre cool. Mit eurem Feedback kann ich mich verbessern. Und vielleicht ein wenig meine Garage noch ein wenig umgestalten. So, bis die Tage. Ciao. Go work. Thank you.